Ah, jetzt. Alles Ja, klar. guten Morgen, Cosima. Guten Morgen, Muho. Ich Ich lieg noch halb im Bett. hab dich aus dem Bett geholt. Ja, nicht ganz, aber fast. Das ist momentan, also eigentlich so die Zeit, wo ich mit dem Hund jetzt spazieren gehen und langsam wach werden würde, weißt Ja. du? Ja, Zum der Glück bist Hund. du nicht mehr im Keller. Also, als ich dich zuletzt gesehen habe, da hielst du eine Bildzeitung in die Kamera. Ja, da hast du mich erpresst, aber dein Bild ist hängen geblieben. Das liegt immer, also ich versuche immer wieder diese Smartphone-Kamera zu verwenden, weil die Qualität ein bisschen besser ist, aber die bleibt dann immer nach ein paar Minuten hängen. Keine Ahnung, wo das liegt, woran das liegt. Früher ging das besser, ne? Also, als ich das Okay. Interview mit dem Björn hatte, da funktionierte das noch, ne? Aber in letzter Zeit, das Ding will sich nicht koordinieren, ne? Keine Ahnung. Okay, jetzt hast du wieder deine andere Kamera genommen oder was? Aber die ist Jetzt doch habe ich auch die von super dem von der PC. Qualität. Die ist okay, ne? Die ist Also okay. ist besser als meine. Ich fühle mich irgendwie sehr unscharf oder sehr, sehr wischiwaschi irgendwie, aber ja. Aber du hast ja auch keinen Mac, ne? Du bist ja Nee, leider nicht. eine Kann der ich mir letzten nicht Liebe. leisten. Ich habe das Ding ja auch geschenkt bekommen, ne? Aber es hält lange, ne? Also ich habe mir immer diese Billigdinger gekauft, die dann nach 2, 3 Jahren nicht mehr wollen. Und dieses hier seit einigen Jahren. Und das läuft 12 Stunden am Tag, ne? Und ich bin ganz zufrieden damit, ne? Ja, das stimmt. Also mein MacBook hat damals, was ich hatte, als ich studiert habe, das hat auch ein paar Jahre gut durchgehalten. Aber dann war, nee, wobei es geht immer noch, aber du kannst halt irgendwann das Betriebssystem nicht mehr aktualisieren. Ach so, ach so. Und dann ist auch ein bisschen blöd, ne? Dann zwingen die dich quasi dazu, irgendwann ein neues Laptop zu kaufen, aber das dauert ein paar Jahre. Wobei ich mit meinem, ich habe so einen Standrechner, Windows-Rechner, ne? Aber mit dem komme ich auch super zurecht. Aber die Windows-Laptops sind ein bisschen anfälliger. Ach so, du hast so einen Desktop, verstehe. Standrechner sagt man auf Deutsch. So richtig, ja, ne, wie damals halt, so ein Den großes Ding, was 80ern, da ja. rumsteht. Ja. Atari, Commodore 64. Ich habe auch noch so einen Röhrenmonitor, weißt du? Ja. Die guten alten Zeiten. Ja, aber echt, ey, wie man das damals gemacht hat, vom Platz her, also der Wahnsinn. Ja. So, jetzt erstmal noch eine Zigarette und dann ein bisschen Blabla und dann bin ich bereit für den deepen Shit. Du wirst das wahrscheinlich hier offiziell nicht zugeben, aber dieser Babuji, das ist eine Sockenpuppe von dir, oder? Den gibt's nicht echt, ne? Stimmt, den habe ich erfunden. Ich dachte mir gleich, das muss der Konsti sein oder irgendjemand, der sich da einen Bart wachsen lassen hat. Die Idee ist so gut. Der Konsti lässt sich ein Bart wachsen und tritt dann so auf bei YouTube. Ah, das ist lustig. Aber es ist was Dramatisches passiert tatsächlich. Seine Wohnung ist abgebrannt. Babuschis. Ja. Ja, ha. Weißt Das geht jetzt zu weit. oder? Ich vermute, es war das Karma. Aber Also. man weiß es nicht. Nee, ist natürlich schlimm, keine Ahnung. Also, da hat er zumindest jetzt bestätigt, habe ich gehört, weil das war Ja. erst so ein bisschen so ein Gerücht. Aber Ja. scheinbar weiß ich nicht, was da genau passiert ist und wo er jetzt untergekommen ist und so weiter. Also. Aber ja, bisschen dramatisch. Das tut mir leid. Also ich war ja echt ein bisschen beleidigt, wenn es den wirklich gibt. Warum hat er noch keine Reaction auf meine Videos gemacht? Da bin ich noch auf seinem Radar noch nicht aufgetaucht oder was? Bin ich Babuschis Zeit nicht wert. Ne? Aber gut, wenn seine Bude abgebrannt ist, dann. Wird nur daran liegen. Soll ich dich mal weiterempfehlen an ihn? Ich kann ja irgendwie mal so ein, weiß ich nicht, ihm eine E-Mail schicken. Ja, das ist eigentlich ist schon witzig, ne? Also, wenn eigentlich müsste er auf sehr, sehr, sehr viele Leute im Internet reagieren mit seiner Ansicht von richtiger und falscher Spiritualität und wie man so vorgehen muss und dies und das, ne? Wahnsinn. Die wahren Schriften, Muho. Ich weiß nicht, ob du die wahren Schriften gelesen hast. Was ist jetzt gemeint? Das Bhagavad Gita oder was? Ich glaube, unter anderem die Upanishaden, die musst du alle gelesen haben. Okay. Das ist das wahre Wissen. Alles andere kannst du, ne? Also eigentlich können dann ja auch alle Buddhisten einpacken, ne?
wenn nur die Upanishaden die wahren Schriften sind. Ja, klar, wir sind ja die Zeugen Jehovas sozusagen als Upanishaden. Oh Mann. Also ich Aber glaube, ich bin dem Typ vor ein paar Jahren schon mal im Internet auf YouTube begegnet und ich könnte mir vorstellen, irgendein Link bei dir oder so, aber da hat er noch einen anderen Namen oder der hat auch irgendwie Dating-Tipps gegeben für Männer, dass die gut ankommen bei Frauen oder ist das lieber wieder jemand anders? Das ist derselbe. ich habe keine Ahnung, ich weiß Weißt du es nicht. nicht? Nee, ich weiß Vielleicht es ist nicht. es Ich auch ein habe. anderer, ne? Aber ich dachte, es wäre irgendwie eine Person, der war dann zum Teil auch halbnackt in seinem Camper zu sehen. Nee, das war jemand anderes. Das Das ist war jemand anderes. hier. Ja, wie heißt der denn? Der ist auch sehr, sehr cool. Der hat sich jetzt umbenannt irgendwann in James Steele. Genau. Das ist ein anderer. Irgendwie erinnerten die beiden mich aneinander, ne? Aber Ja, die James Steele. Ja, haben der eine war nämlich gewisse auch super, ne? Ähnlichkeit. Der war auch super, ne? Der ist toll, ja. Der Ja, weiß auch über alles Bescheid, über alles. der kann dir Der wahrscheinlich auch ist verraten, ob du noch Bitcoin kaufen sollst oder nicht mehr. definitiv. Der hat von allem Ahnung. Das ist Wahnsinn. Verstehe. Ich dachte, vielleicht wäre es dieselbe Person. Nee, nee, nee. Aber dieser Babuji hatte wohl bei mir häufiger mal irgendwie. Nee, weiß ich gar nicht. Also er meinte ja, er hätte meine Videos mal empfohlen und lauter so Kram, aber ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Der war mir völlig unbekannt. Das ist okay, was will der jetzt auf einmal von mir? Wo kommt der her? Warum ist der jetzt so angepisst, nur weil ich einen Kommentar geliked habe? Das war echt der Wahnsinn, ehrlich. Aber der Song war gut, der daraus Der war entstanden ist. super, der war super. Ne? Also ihr solltet eine Band aufmachen oder so. Ne? Also. Die Idee ist vorhanden, ja. Ja, es wurde ja dann auch gefordert, dass wir eine lange Version noch machen von dem Song. Das steht auch noch aus. Wir haben Ja. uns aber gedacht, so, komm, wir wollen uns jetzt nicht an den Babuji irgendwie aufhängen. Das muss auch nicht sein. Aber wir komponieren den noch mal so ein bisschen um und richten den so an die gesamte spirituelle Lehrerschaft, die meint, Bescheid zu wissen, weißt du, so. Okay, dann werde ich vielleicht hoffentlich auch mal genannt. Ja, genau. Wenn Babuji mich ignorierte, vielleicht, ne? Simon und Cosima und Konsti, ne? Die drei. Schön, dass du es sagst. Wir werden versuchen, dich mit einzubinden. Uns fällt hoffentlich eine Strophe ein dazu. Der beziehungsweise dem Simon, weil der hat das, aus dem kam das raus, dieser kreative Schwall da. Ich weiß auch nicht. Einfach so hat er das rausgekloppt in 5 Minuten. Das war richtig gut. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wie geht's dir denn? Erstmal so eine Mir geht's platte gut. Frage. Mir Ja? geht's gut, ne? Schön recht sommerlich, ne? Also gewöhnlich um diese Jahreszeit beginnt die Regenzeit in Japan und dann wird es sehr, sehr feucht, ne? Aber Gott sei Dank haben wir den Regen noch nicht, ne? Also Okay. schönes Klima, mir geht's auch gut, ne? Ich arbeite gerade an einem neuen Buchprojekt und es läuft einigermaßen. Ne? Also, Cool. ich habe dann in der Worum? Regel nach der ersten Hälfte so eines Buches immer eine Schreibblockade, aber das steht mir noch bevor. Ne? Also, es geht Worum wird's gehen? Dating-Tipps? nicht. So ähnlich. So ähnlich. Dating-Tipps und Bitcoin. Ja. Nee, im Ernst, also worum geht's? Im Grunde über die Themen, über die ich auch auf meinem Kanal spreche. Ne? Also eigentlich alles, ne? Gott und die Welt. Ist das dann aber was Neues? Ich habe dein Buch immer noch nicht gelesen, Mo. Es tut mir so leid. Es liegt auf meinem Schreibtisch, ohne Scheiß. Es liegt quasi immer neben mir, weil ich denke, so irgendwann werde ich es lesen, aber noch habe ich es nicht gemacht. Aber hast du das Gefühl, dass du immer mal wieder. Dein wievieltes Buch ist das jetzt? Das fünfte. Das fünfte. Okay, also hast du das Gefühl, du kannst immer doch noch wieder was Neues auch mitteilen? Oder ist es so Im Grunde immer sage ich immer dasselbe dasselbe. Blabla? Ich versuche dasselbe irgendwie neu zu Wie die verpacken. ganzen Non-Duality-Leute, Genau, Buho. genau. Ne? Also ich sage ja auch auf meinem Kanal eigentlich immer wieder dasselbe in 12 Minuten halt mit einem anderen Thumbnail. Ne? Und Das ist ja easy. Aber ich meine, gut, die Fragen sind im Grunde auch immer wieder dieselben Fragen. Ne? Also die Leute wollen ja, was heißt, sie wollen nichts Neues hören. Es gibt ja auch sonst nichts Neues. Ne?
Was soll das? Langweilt dich das manchmal? Wie bitte? Langweilt dich das manchmal? Im Moment noch nicht, muss ich ehrlich zugeben, ne? Okay. Also es gibt diese Fragen, wo ich das Gefühl habe, warum denn schon wieder? Da habe ich schon doch so oft drüber geredet, ne? Und da gibt es andere, wo ich dann immer wieder das Gefühl habe, da habe ich jetzt noch was Neues zu sagen. Und es kommt dann auch vor, dass ich dann gucke auf meinem Kanal und sehe, ich habe ja vor einem halben Jahr schon mal über das Thema gesprochen. Und dann gucke ich mir das Video an und dann merke ich, das ist ja genau dasselbe, was ich heute wieder gesagt habe, ne? Dann bin ich überrascht, ne? Dass ich selber mich oft für ein Thema nochmal begeistern kann und auch das Gefühl habe, das ist was ganz Neues, was jetzt aus meinem Mund kommt. Ne? Scheinbar spricht der Mucho da jetzt was ganz Neues. Und dann merke ich, vor einem halben Jahr habe ich dasselbe gesagt. Ne? Aber also es langweilt mich im Moment noch nicht. Ne? Im Moment komme ich ganz gut damit klar. Ich meine, du machst das ja schon lange auch, ne? Ich mache jetzt inzwischen fast 4 Jahre, glaube ich, den Kanal. 2020 habe ich damit angefangen. Also den Kanal gibt es schon seit über 10 Jahren, aber vor 4 Jahren habe ich angefangen, täglich das Ding zu machen. Ne? Ja, was ich auch Wahnsinn finde, echt. Also, das ist. Na, wobei gut, wenn du immer dasselbe redest, ist das auch einfach. Vielleicht sollte ich das auch so machen. Ich rede ja auch viel dasselbe, muss ich ehrlich sagen. Und noch bin ich auch nicht so richtig müde davon. Das ist ja auch ein Vorwurf, der dir immer wieder gemacht wird, ne? Dass, was, hattest du das Thema nicht schon abgehakt, ne? Beziehungsweise scheint Genau, mich genau. auch so ein bisschen zu beschäftigen. Ich will eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen, aber dann kommst du doch wieder zurück auf das Thema, ne? Ja, wobei ich auch das Gefühl habe, und das geht dir vielleicht mit deinen Themen auch so, dass es nicht so ist, dass ich wirklich immer genau dasselbe rede, sondern dass es schon unterschiedliche Sachen sind, aber alles gehört natürlich in dieselbe Ecke irgendwie. Und selbst wenn du dich im Kreis drehst, das ist ja eher so wie eine Treppe, Wendeltreppe. Du kommst dann eben doch noch eine Ecke tiefer rein in das Thema. Du sagst nicht genau wieder dasselbe, was du vor einem halben Jahr gesagt hast. Also Ja, absolut. zwar grast du das nochmal ab, aber du kommst dann doch ein Stückchen tiefer rein. Ja, Du vertiefst das Ganze, ne? ist auch mein Eindruck. Und manche Leute langweilt das vielleicht, aber anderen macht das auch Spaß, mit dir gemeinsam diese Wendeltreppe Ja, also ich glaube, noch macht es mehr Leuten Spaß. Es kommen ja auch immer mal ein paar Leute jetzt noch dazu an Abonnenten, was echt schön ist zu sehen, dass das so langsam nach oben geht. Ja, aber ich weiß auch immer nicht, wo das dann irgendwann mal hinführen wird, ne? Ist keine Ahnung. Ich werde jetzt demnächst auch noch mal so ein Q&A machen, wo ich so ein bisschen persönlichere Fragen beantworte, ne? Was dann so ein bisschen mehr ins Privatleben geht. Das finde ich dann auch immer nett. Das ist mal was anderes. Aber ja, mal schauen. Jetzt habe ich gehört gestern, das fand ich auch geil. Das war ein Kommentar unter einem ganz anderen Video von einer anderen Person. Da wurde ich aber auch erwähnt und da wurde dann gesagt, ich würde jetzt wegen den Gesprächen mit Tim Freak, ich würde mich ja jetzt einer neuen Sekte anschließen und würde diese Sekte auch noch öffentlich bewerben. Okay, interessant. Es ist Wahnsinn, was die Leute alles so, weiß ich nicht, in mich reininterpretieren teilweise oder ja, aufgrund der Sachen, die ich mache, dann so über mich denken einfach, ne? Hammer. Ich darf mich mit niemandem mehr austauschen, weil das direkt dann die neue Sekte. Warum hat das eigentlich keiner gesagt, als ich mit dir geredet habe? Ich weiß nicht. Ah. Ja, jetzt wären wir eigentlich auch schon beim Thema, was mich jetzt noch ein bisschen interessieren würde, beziehungsweise Leute, die dir nicht folgen, aber auf meinem Kanal sind, die kennen den Namen Tim Freak wahrscheinlich noch gar nicht. Mit dem hast du dich 3, 4 Mal auf Englisch unterhalten. Jedes Gespräch war so eine Stunde lang. Ich fand die Gespräche sehr interessant. Mir war der Name Tim Freak bis dahin gar nicht bekannt. Ich habe mir jetzt ein paar Videos von dem angeguckt und natürlich auch die du ihm geführt hast. Ich hatte mich schon ein bisschen so gefragt, als du dieses Schleiervideo da im Keller aufgenommen hast und das Gedicht vorgelesen.
Und was war, wie hast du das genau formuliert? Ich glaube, ich habe es hier auch vor mir. Da war von einem Hast du es Urgrund da? die Rede. Ja. Wo habe ich es? Hier ist es, ne? Aus dem Urgrund geformt beginnt dein Gedicht. Aus dem Urgrund geformt, in seinem Sein geschmiedet, aus scheinbarem Nichts in die Existenz geworfen. Das schwärzeste Schwarz gebar sich selbst. Das klingt jetzt schon nach Esoterik pur, ne? Das eine Ja. Dunkle, aus dem alles herauskam, ne? Bis es sich formte und spaltete und in tausend Perspektiven brach. Jede Perspektive, jedes Bruchstück des Ganzen wurde sein eigenes Universum, sein eigenes Ganzes, seine eigene Einheit, sein eigenes Selbst, das in der Unendlichkeit seines Geistes tausend weitere Universen gebar. Und das geht dann noch weiter, ne? Und ich fand das Gedicht zum einen sehr schön und was mich so ein bisschen überrascht hat in unseren bisherigen Gesprächen, ne, du warst die Neo-Dualistin und ich bin ja so komme aus der spirituellen Ecke, das heißt professionell, aber rede ich auch immer über das eine, ne, dass wir nicht getrennt sind, wobei ich eben auch einer bin, der sagt, in diesem einen muss aber auch Platz für Dualismus sein. Du bist du, ich bin ich. Der Muho ist nicht die Cosima, ne? Dass du in diesem Gedicht eben auch von diesem einen sprichst, das sich natürlich getrennt hat. Ne? Wir sind verschieden. Darüber ging es ja auch in meinem Gespräch mit dem Björn, wo ich so ein bisschen überrascht war, dass er dann die Position übernommen hat, von dem, der sagte, sind wir nicht vielleicht alle Manifestationen des einen kosmischen Bewusstseins? Und meine Reaktion ist, ja, das kann man zwar so sagen, aber das überrascht mich ein bisschen, dass du das sagst, denn ich dachte, wir sind so auf der neodualistischen Schiene. Wir sind nicht eins, ne? Beziehungsweise die eine Frage ist ja auch in unseren Gesprächen immer wieder hochgekommen, wenn wir wirklich eins sind, wieso weiß ich nicht, was du zum Frühstück hattest, ne? Und umgekehrt. Ja. Und ja, meine Frage, ist das vielleicht auch ein bisschen beeinflusst von deiner Beschäftigung mit Tim Freak, beziehungsweise wenn das überhaupt möglich ist, ne? Also es gibt bestimmt viele Leute, die können nicht so gut Englisch, die würden sich interessieren, was genau sagt der Tim Freak? Kannst du das irgendwie in eine Nussschale packen auf Deutsch, um was es sich da genau handelt? Ja, also das Problem ist, dass ich ein bisschen, also ja, ich kann das versuchen und ich glaube, gewisse Sachen seiner Philosophie habe ich ganz gut verstanden. Allerdings gibt es da immer noch so Punkte, wo ich so ein bisschen unsicher bin. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich ihn quasi falsch wiedergebe, weil das möchte ich natürlich nicht. Insofern einfach jetzt so keine hundertprozentige Garantie auf Richtigkeit, was ich hier sage. Aber ich hatte übrigens Tim, weil das ein ganz spannender Kontakt. Ich bin auf ihn gekommen über die Jessica. Hat ihr, von der erzähle ich ja auch häufiger mal. Ich weiß nicht, ob du von ihr mal was gesehen hattest. Die ist ja auch sehr große Neo-Advaita, Non-Duality-Kritikerin auf Englisch hier auf YouTube. Und sie ist mit ihm im engen Kontakt und hat uns dann so connected. Und inzwischen bin ich mit Tim auch über WhatsApp verbunden und wir schicken uns da manchmal Sprachnachrichten und so. Und ich hatte ihm dann auch erzählt tatsächlich, dass ich mit dir über ihn reden möchte und dass ich so ein bisschen Sorge habe, dass ich manche Sachen nicht richtig verstehe. Hatte dann noch mal versucht, so ein bisschen nachzubohren, aber bin auch jetzt immer noch ein bisschen unsicher an manchen Punkten. Er hatte aber dann auch, also ich weiß nicht, wie gut dein Englisch ist, aber falls du Bock hast, mal mit ihm zu reden, Ah, klar. hätte er Bock drauf. Also hat er Okay, mir auf alle Fälle. angeboten. Ich Auf alle Fälle. kann euch connecten, wenn du möchtest. Dann mache ich das. Das wäre auf alle Fälle interessant, ne? Ja. Die Jessica stammt ja aus Israel oder wohnt in Israel? Die wohnt in Israel, stammt aber irgendwie aus den USA. Also, und der Tim, der ist Engländer.
Genau, der ist Engländer, der wohnt in Glastonbury. Das ist in der Mitte Und irgendwo da. das ist irgendwo, boah, ich habe geguckt, ich habe es vergessen, so 2 Stunden von London entfernt, aber ich glaube eher so in nach unten von London, Auch nach keine unten in den Ahnung. Süden. Okay. Ich meine, ja. Und jetzt stammt der ursprünglich aus der Neo-Advaita-Ecke oder was? Also er hat ja so eine Entwicklung durchgemacht, ne? Ja, das ist sehr interessant. Der hatte halt, als er so, weiß ich nicht, 10 oder 12 war, irgendwann mal eine spirituelle Erfahrung, die er aufgrund seines christlichen Aufwachsens so ein bisschen mit Gott in Verbindung gebracht hat. So von wegen, ich habe Gott erfahren, weil das auch viel mit, keine Ahnung, einem großen Gefühl von Liebe und so zusammenhing. Und das hat ihn dazu bewogen, eigentlich da in der Richtung zu gucken, ne? Was ist da passiert mit mir, was ist da los und so weiter. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie sein Leben da ging, aber irgendwann ist er dann in dieser Neo-Advaita-Advaita-Ecke gelandet mit diesem Glauben von, alles ist eigentlich Bewusstsein. Wir sind eigentlich das reine Bewusstsein und so, ne? Und er hat tatsächlich auch ein Buch darüber geschrieben, wo er diese Theorien mit vertreten hat. Er war aber immer so, dass er gesagt hat, wir dürfen trotzdem unsere Individualität nicht verleugnen. Unsere Individualität ist trotzdem wichtig. So, das war immer so ein Bestandteil seiner Lehre, sage ich mal. Aber er war eben mit auf diesem Zug von, was wir in Wirklichkeit sind, ist das reine Gewahrsein und darauf sollten wir uns auch irgendwie fokussieren, bla bla bla. Ja. Und dann hat er sagt immer, und das finde ich ganz nett, er meinte, er hat so viel darüber gesprochen, bis er irgendwann gemerkt hat, wo der Fehler ist. Und hat dann das ganze System nochmal hinterfragt Ja. und ist jetzt sehr kritisch dem Ganzen gegenüber. Ja. Aber im Gegensatz zu mir hat er bestimmte Punkte dennoch beibehalten in seiner Philosophie. Er interpretiert es nur jetzt anders. Und Ne? wo war der Fehler? Der Fehler war für ihn eben zu sagen, alles ist Bewusstsein oder die grundlegende Substanz ist Bewusstsein. Dass er sagt, so das empfindet er heute als Quatsch. So Be Bewusstsein ist kein ja grundlegendes Objekt der Wirklichkeit oder so, sondern das, was quasi dieser Urgrund, von dem ich in meinem Gedicht da gesprochen habe, und ich glaube, was Buddhisten vielleicht ähnlich sehen würden, ist quasi wirklich komplette Nichts. Also Nichts. qualitätloses Nichts. Leere, sowas, ne? Aus dem eben dann alles entstanden ist. Aus dem eben dann später auch Bewusstsein entstanden ist. Also eben Bewusstsein ist nicht die Grundlage, sondern Bewusstsein hat sich entwickelt daraus. Und Materie gibt es dann für Freak auch, ne? Genau. Er sagt halt, das sind einfach alles verschiedene Level der Existenz. Also ganz unten ist eben dieses formlose, non-duale, sagen wir es so, qualitätslose Nichts. Und daraus sind all diese verschiedenen anderen Ebenen entstanden, bis hin zu uns eben und Bewusstsein und Psyche und all diesen Sachen. Und deswegen spricht er dem Ganzen auch keine Realität ab, sondern sagt halt so, okay, wir haben dieses grundlegende Ding und das verbindet uns alle. Und das ist irgendwie immer noch natürlich auch vorhanden, weil es die Grundlage von allem ist. Aber alles, was daraus gekommen ist, ist genauso echt und genauso real und wertvoll und so weiter. Und das finde ich halt eine echt schöne Ansicht, mit der ich dann irgendwie auch resonieren kann, weißt du, wo ich sagen kann, so, okay, das ergibt für mich irgendwie Sinn. Und er sagt halt, für ihn ist es, also spielt es überhaupt keine Rolle oder ist es eher, also er sagt, wir können halt mit Hilfe unseres Bewusstseins uns auf diese Leere am Anfang, die da war, können wir uns fokussieren und dadurch können wir das erleben. Tatsächlich. Was können wir erleben? Also die Leere oder das Ganze, diesen ganzen Baum, wie er sich daraus entwickelt hat? Das war eine Das, meiner Fragen. Du ja, das wurdest ist ihn ja auch, gefragt, das klingt sehr abstrakt. Und er ja. sagte dann, es ist abstrakt, ne? Was so klingt, als das ist ein Modell, das ich mir gemacht habe. Aber dann spricht er von Erfahrung, du hast eben von Erfahrung gesprochen. Was kann man erfahren? Ja, das ist genau eine dieser Fragen, an der ich mich auch immer noch so ein bisschen aufhänge bei ihm. Ja. Also das Letzte, was ich so verstanden habe, ist schon, dass er sagt, man kann das erfahren oder man kann sich drauf konzentrieren. Ja, Was ja ja. eigentlich das irgendwie dasselbe ist. Also da finde ich, ja, ich finde es auch schwierig, da zu folgen. Aber er sagt schon, das ist eine Erfahrung, die man machen kann.
Erfahrung der Leerheit oder dieses Nichts eben oder dieses Non-Dualen und so weiter. Aber dass das eben eigentlich für ihn nicht das Interessante ist im Leben und auch nicht das ist, worum es hier geht oder was unsere Aufgabe wäre, uns in dieser Leerheit zu verlieren eben, sondern eher in die andere Richtung zu gucken. So, wohin entwickelt sich all das? Wohin geht das? Und das geht halt eben in die Fülle und nicht in die Leere. Weißt du? So ist das, wie ich das bisher verstanden habe von ihm. Und das kann ich sehr nachvollziehen, da ich ja auch so meine Erfahrungen gemacht habe in dem Bereich und mir das so vorstellen kann tatsächlich. Und dennoch ist es natürlich eine Idee. Das sagt er auch, er hat ja null Wahrheitsanspruch auf das, was er da redet, und das finde ich sehr, sehr angenehm. Das ist jetzt aber wieder überraschend, wenn er sagt, man kann das erfahren. Wenn man es erfahren kann, dann würde man denken, ja, dann muss es ja wahr sein. Ja, es ist ja auch, Guido erhebt also ja jetzt. keinen Wahrheitsanspruch, wenn er sagt, man kann das erfahren. Er hat es erfahren. Weil eine Erfahrung eben erstmal auch nur eine Erfahrung ist, ne? Nur weil wir etwas erfahren, ist es nicht zwangsläufig richtig. Das ist ja, glaube ich, auch der für mich auch der Fehler, der häufig gemacht wird in diesen non-dualen Kreisen, dass die Leute machen irgendeine Erfahrung und sind dann so, ich habe es erfahren, es ist wahr. Aber ich meine, das machen die Christen genauso. Die machen irgendwelche Erfahrungen mit Jesus und sind dann so, deswegen gibt es Jesus oder Gott oder was weiß ich. Und das machen alle Religionen. Und da ist so, klar, das kann man so, oder das muss man vielleicht für sich auch ein bisschen so sehen, weil wenn du jetzt jede Erfahrung, die du machst, da dran, an dem Wahrheitsgehalt dieser Erfahrung zweifelst, dann wirst du, glaube ich, irgendwann wahnsinnig, ne? Ja, hast Ja. du ja in deinem ersten Gespräch dieses Bild von den zwei Händen, die miteinander kommunizieren, verwendet, ne? Das hatten übrigens schon die Römer verwendet. Wenn immer sich die Sklaven beschwerten, warum müssen wir denn arbeiten und ihr esst nur, ne? Dann sagten die Römer, naja, guck mal, der Mund, der isst ja auch nur, während die Hände, die arbeiten die ganze Zeit, aber wir sind ein Körper, ne? Also haltet die Klappe Okay. und arbeitet mehr. Also diese Metapher von diesem Körper, der miteinander verbunden ist, die ganzen Körperteile miteinander verbunden, das hat auch ein bisschen einen komischen Geruch, ne? Aber also ich glaube, ich verstehe die Metapher, ne? Da sind zwei Hände, die sich als getrennt empfinden, aber wie ist es mit deinen Händen? Die sind nicht getrennt. Das ist ein Bewusstsein, das die beiden getrennt. Und insofern, Cosima und der Muho, die unterhalten sich, aber vielleicht gibt es ja dieses eine, für das die Cosima und der Muho wie zwei Hände sind. Das Problem für mich entsteht, wenn man sagt, das ist nicht nur eine Theorie, das kann man auch erfahren. Denn es gibt ja tatsächlich Hände, die sagen, hey, zum Beispiel jetzt hier meine rechte Hand, der sagt der linken Hand, du glaubst, du wärst getrennt von mir, aber das ist eine Illusion. Ich habe das erfahren. Ich habe das wirklich erfahren. Und dann ist halt die Frage, okay, ich will das nicht bezweifeln, aber wenn du das erfahren hast als eins, wir sind tatsächlich eins, dann müsste ich es ja eigentlich auch erfahren haben, wenn wir wirklich eins sind. Wie kommt es, dass du die rechte Hand eine Erfahrung gemacht hast, die ich nicht gemacht habe, wenn der Inhalt der Erfahrung ist, dass wir zwei eins sind? Dann müsste ich doch theoretisch die Erfahrung auch gemacht haben. Das heißt, man kommt letztlich wieder an den Punkt, das sagt der Tim, glaube ich auch, das eigentlich Überraschende ist, dass wir getrennt sind, ne? Ja, ja, Die ja. Frage ist dann halt nur, wenn man letztlich an diesem Punkt ankommt, dass egal wie sehr wir auch verbunden sind durch eins, ne? Meine Erfahrung ist nicht deine Erfahrung. Wieso man dann nicht ganz darauf verzichtet, auf dieses eine, das uns verbindet und sagt, nö, ne? Die linke Hand ist die linke und die rechte ist die rechte und das, was wir uns da einbilden, ne? Von diesem einen großen Bewusstsein, das alle Körperteile verbindet, ist zwar ein nettes Narrativ, aber sobald du sagst, ich habe das erfahren, widersprichst du dir selber, ne? Denn wenn das wahre Bewusstsein tatsächlich hier spricht, dann müsste es ja mit der linken Hand genauso
sprechen als mit der rechten Hand. Wie kommt es, dass nur die rechte Hand sozusagen der Mund des großen Bewusstseins ist? Die linke Hand, die weiß nichts davon. Das ist ja komisch, ne? Naja, geht so. Also in seiner Theorie ist es ja eben so, dass wir das erfahren, indem wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, die Leute, die das halt nicht erfahren haben, haben halt ihre Aufmerksamkeit nicht darauf gelenkt oder es nicht gelernt, das zu tun oder es ist spontan nicht passiert oder was auch immer, ne? Das heißt, wir sind alle eins, aber die Aufmerksamkeit ist individuell verschieden. Genau, weil wir eben trotzdem getrennt sind, weil wir getrennte Wesen sind. Und dieses eine eigentlich einfach nur die Grundlage ist, die uns alle zwar verbindet, die aber eben nicht von jedem erfahren wird, weil wir alle anders sind. Mal so dahingesagt. Das müsstest du mit ihm vielleicht noch näher erläutern. Aber für mich persönlich ist es ehrlich gesagt so, wie du das gerade am Anfang gesagt hast, wo du meintest, so warum sollen wir uns überhaupt damit beschäftigen, wenn, wie hast du das gerade ausgedrückt? Du hast das schön gesagt. Sag das bitte nochmal. Weißt du das noch, wie du das gerade gesagt hast? Verdammt. Was habe ich gerade gesagt? Du hattest auf jeden Fall irgendwas gesagt, so warum sollen wir uns überhaupt mit dieser Einheit beschäftigen, wenn, bla, und dann hattest du das irgendwie so nett begründet, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Aber für mich fühlt es sich halt auch ein bisschen so an, so wenn wir ja im Endeffekt dann doch alle getrennt sind und das mit einer, weiß nicht, eine, wenn das ist, was aus diesem Formlosen da gekommen ist, nämlich die Trennung und dass wir alle unterschiedlich sind und so weiter, warum muss ich mich dann mit diesem Formlosen Nichts da, was auch keine Qualität hat, warum soll ich meine Aufmerksamkeit dahin lenken? Was soll ich damit machen? Warum soll ich das erfahren? Wofür soll das gut sein in meinem Leben? Ne? Das ist, und das habe ich ihm auch gesagt, so, dass das für mich einfach null Relevanz mehr hat, das zu tun. Da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin. Das konnte er auch total nachvollziehen. Und für ihn ist irgendwie so das, wo er hin will, quasi da wird es für mich so ein bisschen schwurbelig, weißt du? Die Verbindung zwischen eben dieser grundlegenden Einheit und der Individualität und dass man es irgendwie hinkriegt, dass, wenn ich dich jetzt angucke, zum Beispiel, in dir den Muho sehe, den individuellen Muho und den formlosen Urgrund zugleich, was uns, also dieses verbindende Element von diesem formlosen Urgrund, inklusive der Individualität und dass das ein Gefühl von allumfassender Liebe erzeugt. Das ist seine Theorie. Ich habe solche Gefühle erlebt, Menschen gegenüber, in Kombination mit meiner Idee von, wir sind alle reines Gewahrsein. Das hing stark damit zusammen und ich glaube, dass man das auch anders framen kann und eben dann auch so eine Erfahrung macht. Aber das ist für mich auch alles so ein bisschen so, ja, okay, ne, so wie ich die Dinge halt, wie ich glaube, wie die Dinge sind und wie ich die interpretiere, so erfahre ich sie dann eben auch irgendwie. Ist es dann wahr? Weiß ich nicht. Ist das für mich von Bedeutung irgendwie nicht? Muss ich, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Aber ist für ihn auch okay, ne? Dann ist er so, ja, dann hast du halt eine andere Fokussierung in deinem Leben. Völlig in Ordnung, völlig richtig, ne? Ja. Kennst du diese Kurzgeschichte Das Ei? Andy Weir heißt, glaube ich, der Autor. Nee, ich glaube nicht. Gibt es auch im Internet, also kurz gesagt. Es erinnert mich sehr an die Theorie von Tim Freak. Ich glaube, es beginnt mit jemand, der hat einen Verkehrsunfall und der erscheint vor Gott oder irgendeiner anderen, einem anderen allwissenden Wesen und es heißt dann, und jetzt als nächstes wirst du im 6. Jahrhundert in China als ein Mädchen geboren. Was, wie ist denn das möglich, ne? Und letztlich geht es darum, dass wir alle Existenzen irgendwann mal durchmachen, bis wir uns vervollkommnen, ne? Also das Ei steht für dieses eine gespaltene Bewusstsein, das individuell ist, und wir machen sie alle der Reihe nach durch, bis wir sozusagen Mission accomplished, ne? Unsere Aufgabe erfüllt haben.
Wobei natürlich dann immer die Frage ist, so, was ist denn das, die Erfüllung? Ne? In welche Richtung versucht sich das Bewusstsein da überhaupt zu vervollkommnen? Ne? Aber das klingt so ein bisschen bei Tim, wenn ich ihm zuhöre, euch beiden, ne? Dass er da glaubt, das Bewusstsein entwickelt sich sozusagen auf seine eigene Vollendung hinzu. Wobei dann die Frage ist ja, was ist das, diese Vollendung? Und ist das überhaupt das, was im Moment so passiert in der Welt, ne? Ja, er sagt, das ist eher er glaubt ja an Weiterleben nach dem Tod, ne? Also er Ja, glaubt, dass klar. die Psyche unabhängig vom Körper existieren kann. Ja. Und das eben, und das finde ich auf jeden Fall eine interessante Theorie. Er sagt eben, Gott ist halt nicht am Anfang gewesen, Ja. sondern Gott ist das, worauf es hinläuft. Und Gott ist eben diese Verbindung, Ja. eine Verbindung der Seelen sozusagen. Also wenn du quasi stirbst, hast du die Möglichkeit, als diese individuelle Psyche, die dann immer noch existiert, in eine Art Kollektiv über Superpsyche einzugehen, was wiederum dann ein neues Supersystem ist. Und das ist quasi dann Gott. Und das kannst du aber eben auf dieser Ebene der Existenz auch irgendwie erfahren. Da musst du ihn zu befragen, weil das ist mir zu hoch, darüber zu reden. Und das ist mir auch zu abgefahren, ehrlich gesagt. Also ich meine, man kann Theorien aufstellen, wie man möchte. Aber ja, ich weiß nicht. Also er hält sich da sehr an Nahtoderlebnissen fest, von denen Leute berichten, und versucht, das in die Richtung zu interpretieren, wie es irgendwie für ihn am meisten Sinn ergibt. Verstehe. Ne? Ja, ich hätte da sicher Lust, mal ein Gespräch mit ihm zu führen, ne? Wie weit wir da kommen, ist eine andere Frage, ne? Also für mich, das hatten wir, glaube ich, in unseren vergangenen Gesprächen auch schon mal, ne? Also für mich ist das ja auch ein Thema, ne? Dualismus auf der einen Seite, und ich finde, das müssen wir ernst nehmen, die Individualität, die Tatsache, dass ich nicht du bin, du bist nicht ich. Aber dann ist da auch das eine, ne? Wobei ich das eine wahrscheinlich anders als der Tim nicht als irgendwie so ein unsichtbares Ding ist, aus dem wir rausgekommen sind oder auf das wir uns zuentwickeln, sondern das eine einfacher zu erklären ist es bei der Zeit, ne? Also gestern, heute Morgen, würde ich sagen, sind getrennte Tage, ne? Und mich gab es vor 10 Jahren. Ich hoffe, dass ich noch in 10 Jahren in dieser Welt bin, ne? Also heute ist nicht der einzige Tag. Aber wenn du mich jetzt fragst, und wie ist es mit dem Jetzt? Gibt es 1000 Jetzte? Würde ich dazu tendieren, zu sagen, es gibt nur ein Jetzt. Es gibt nur dieses Jetzt. Gestern war kein anderes Jetzt als das Jetzt, das vermutlich morgen ist, ne? Also man könnte sagen, die ganze Zeit ist Teil dieses Jetzt. Aber das ist kein irgendwie mysteriöses Jetzt, sondern es ist genau das Jetzt, in dem wir uns in diesem Moment unterhalten. Aber ich Ja, glaube der natürlich Inhalt auch, des dass es morgen Jetzt gibt, ist ne? halt, Ne? genau deswegen, weil der Inhalt des Jetzt ist halt immer anders, ne? Der Inhalt ist ein anderer, ne? Genauso könnte man sagen, dass wir eigentlich ein Bewusstsein sind, aber der Inhalt von dem Bewusstsein, wo es sich hier jetzt in diesem Moment manifestiert, Muho, ist ein ganz anderer, als wo es sich scheinbar gleichzeitig bei der Cosima manifestiert, ne? So wie ich in diesem Moment noch nicht weiß, wie das jetzt morgen aussehen wird, weiß ich nicht, wie dieses selbe Bewusstsein sich auf der Seite von der Cosima anfühlt, ne? So kann man sich das vorstellen. Aber ich persönlich, also wenn man mich fragen würde, wie willst du diese zwei Seiten vereinen, ne? Also die eine Seite, wo es gibt eigentlich nur dieses eine, das eine Jetzt, dieses eine Bewusstsein und keine zwei. Und die andere Seite, wo es viele Tage gibt und viele Bewusstseine in der Welt, wie vereinst du die? Mein Gefühl ist persönlich, man kann die nicht vereinbaren. Ne? Das geht nicht. Du musst mit dem Widerspruch leben. Ja, ja, Das ja. interessiert mich zwar, wenn Leute wie Tim, oder es klingt so, dass Tim das irgendwie doch noch versucht zu erklären, ne? Doch noch versucht unter einen Regenschirm zu bringen. Ne? Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, irgendwo geht es da nicht mehr weiter. Ne? Irgendwo verwickelst du dich in Selbstwidersprüche, so wie die Nonnen
Wie heißen sie, Non-Duality-Speaker, die sagen, ich weiß gar nicht, wer hier spricht. Ne? Ich bin selber überrascht, dass der Mucho immer genau das sagt, was mir gerade in den Kopf gekommen bin. Das bin nicht ich. Ne? Irgendwie endet es immer in so einem Widerspruch, ne? Wo du nicht mehr erklären kannst, warum das eine plötzlich doch nicht mehr eins ist. Ne? Wie es kommt, dass diese individuellen Wesen plötzlich doch einen Zugang haben zu einem einen, aber sie sind zwar eins damit, aber sie sind doch getrennt. Ne? Irgendwo hört dann die Erklärung auf für mich. Und ich für mich persönlich, die Antwort, die keine Antwort ist, du musst damit leben, ne, dass du es nicht verstehst. Ne? Ja, das ist eigentlich auch der Punkt, an dem ich bin. Oder wo Ja. ich auch sage, ich muss das auch nicht mehr verstehen. Ja. Es ist, manchmal taucht noch so ein Wunsch auf, das irgendwie zu verstehen. Und das kann ich aber relativ schnell inzwischen, Gott sei Dank, dann beiseite tun, weil es einfach so, wozu auch? Ja. Was hilft mir das in meinem Leben, dass ich versuche, das zu verstehen? So überhaupt nichts. Und ich kann es niemals hundertprozentig verstehen. Es ist, Ja. ich finde auch, man läuft immer so irgendwie da vorne Wand. Wobei ich sagen würde, selbst dieser Wunsch, es zu verstehen, ist okay, solange du nicht erwartest oder darauf bestehst, dass er erfüllt wird, ne? Ich möchte es Ja, klar. verstehen, ich kann es nicht verstehen. Solange du nicht drauf bestehst, ich muss es verstehen, ich will es verstehen, ich brauche jetzt den Guru, der mir die Antwort sagt. Ne? Ja. Man muss vielleicht diesen Wunsch jetzt auch nicht wegtun, ne? Akzeptieren. Also ich würde sagen für mich, ne? Ich akzeptiere diesen Wunsch, dass ich es vielleicht gerne wüsste, ne? Wie das dann ganz am Ende sich doch noch erklären lässt. Aber wenn sich dieser Wunsch nicht erfüllen sollte, nicht in diesem und dem nicht, auch nicht im nächsten Leben, ist das auch okay. Das ist für mein Gefühl ist das auch okay, ne? Apropos nächstes Leben, habe ich dich jemals gefragt, ob du an Reinkarnation glaubst? Vielleicht habe ich vergessen, wenn ja. Also vielleicht die kurze Antwort ist, ehrlich gesagt, glaube ich nicht dran, aber es wäre auch okay, ne? Also für mein Gefühl, ich habe das Gefühl, in 100 Jahren wird es mich nicht mehr geben. Aber sollte es mich in 100 Jahren wiedergeben, also nicht als den Mucho natürlich, aber in irgendeiner anderen Form, dieses Bewusstsein existiert weiter, auch okay, ne? Also ich bin mit diesem Leben fertig geworden, ne? Am Anfang hat sich nicht so gut angefühlt, aber inzwischen, ich sage immer wieder, das Leben ist ein Geschenk, ne? Wenn es mich nicht mehr geben sollte, ne, ist es ja kein Problem, denn es ist ja keiner, der irgendwas verliert. Ne, also ich verstehe manchmal nicht ganz, obwohl ich mich nicht lustig drüber machen will, aber es gibt Leute, die haben eine große Angst vor dem Tod. Ich verstehe die Angst nicht, weil wer will denn da noch Angst haben, wenn du tot bist, ne? Aber ich weiß auch, dass diese Logik, die Leute, die Angst haben vor dem Tod, nicht Hilft überzeugt. halt leider nicht. Genau, genau. Genau, das Das, ist zwar logisch, ne, aber wenn ja. du Angst hast, hast du einfach Angst. Ne? Bei mir war es immer die Angst vorm Leben. Ne? Was? Ich muss leben, bis ich 80, 90 bin. Ne? Und ich weiß natürlich, da ist auch die Möglichkeit, durch diese Tür mit dem Namen Selbstmord zu gehen. Aber davor hatte ich dann auch Angst. Ne? Denn ich weiß ja nicht, was auf der anderen Seite der Tür und dann komme ich nicht mehr zurück. Ne? Also dafür fehlte mir der Mut, aber Angst vor dem Leben. Und inzwischen, ich habe keine Angst vor dem Leben mehr. Insofern, sollte es ein zweites oder ein drittes Mal geben, okay, ne? Dann will ich es nochmal probieren. Ne? Und ich hoffe, dass ich, wenn ich dann wieder depressiv sein sollte und ich verfluche den Tag, an dem ich geboren wurde, dass ich auch wieder einen Weg finde raus. Ne? Also es hat in diesem Leben geklappt. Ich hoffe, dass es, falls es ein nächstes Leben gibt, dann wieder klappen wird. Das heißt, ich bin okay mit beiden Möglichkeiten, ne? Und ich versuche mein Leben so zu leben, dass ich nicht angewiesen bin auf diese Hoffnung, ich muss noch mal leben, ne? Aber dass ich auch gleichzeitig mit der Möglichkeit leben kann, ne? Und wenn ich ein zweites Mal geboren werde, okay, auch gut, ne? Auch gut. Aber es muss nicht sein. Es muss Ja. für mein Gefühl nicht sein, ne? Ja, so wie ich dich immer verstehe, und das finde ich eigentlich sehr schön, ist, dass du für dich diese ganzen existenziellen Fragen, sage ich mal, auf die wir wirklich keine Antworten haben, das ist für dich auch nicht, dass du die auch nicht beantworten musst, sondern dass es dir darum geht, so wie ist es halt, wie lebe ich jetzt Genau, hier ne? in meinem Leben, ne? Wie geht es mir jetzt und wie kann ich irgendwie
am angenehmsten leben, wenn ich es so formulieren will. Und dass ich eben auch das Gefühl habe, ich meine, ja, dass du Leuten auch diese Antworten nicht gibst. Diese definitiven, es ist so und so Antworten. Das finde ich, cool. Aber wie, ist doch so eine Frage. Aber vielleicht sagst du auch darauf, du weißt es nicht, aber dieser, also wenn du sagst, nee, anders. Also ich meine, im Buddhismus ist es ja auch so, dass man irgendwie zu dieser Art von Lehre, die Lehre in allem erkennen möchte, ne? Das ist ja schon eine Wahrheit, die so angenommen wird. Oder nicht? Oder wie ist das für dich? Also würdest du sagen, da Also, gibt es halt diesen Urgrund der Lehre, der alles durchdringt und was auch immer, ist das das, wo du sagst, das ist auch gleichzeitig dieses ewige Jetzt oder dieses gleiche Bewusstsein, was wir haben? Also alle Buddhisten stimmen wahrscheinlich darüber überein, dass sie sagen, alles ist leer. Alles ist ohne Substanz. Aber dann gibt es einige, die werden sagen, das ist aber auch alles. Das bedeutet nicht, dass diese Leere ein ominöses, schwarzes Etwas ist, das alles durchdringt. Während andere genau das sagen, ne? Für die ist Leere im Grunde dasselbe wie für die Hinduisten Brahman, ne? Das ist das, wo alles herkommt und wo es sich wieder hin entwickelt. Und es gibt ja diesen berühmten Satz, Form ist Leere, das bedeutet, alles ist ohne Substanz. Leere ist Form, also alles drückt sich aus, manifestiert sich in dieser Form. Und ich bin einer, der, wie du eben gesagt hast, ne, dass diese Leere manifestiert sich genau in diesem Moment als dieses Bewusstsein, als dieser Moment, ne? Und wenn jetzt hier irgendjemand sich das Video anguckt, dann meine ich weder mein Bewusstsein noch das von der Cosima, sondern dieses Bewusstsein, das in diesem Moment uns beiden zuhört, ne? Das ist Leere. Das ist die Leere. Aber Was? Moment. gleichzeitig. Stopp. Welches Bewusstsein hört uns zu? Oder meinst du eher diesen inneren Beobachter, den wir haben, der die Dinge bezeugt? Also, ich mache da natürlich einen Gedankensprung, ne? Ich denke daran, dass in diesem Moment, ne, dieses Bewusstsein, wo ist es? Es ist mein Bewusstsein. Ne? Dieses Bewusstsein, das hier sich vielleicht fragt, und warum spricht denn der Mucho da genau das, was ich mir gedacht habe? Ne? Also, wenn ich Non-Dualist wäre, ne? Wie kommt es, dass das eine kosmische Bewusstsein durch diesen Mund dieses Wesens spricht, das ja eigentlich nur eine Illusion ist? Ne? Das ist ja nur ein Schauspieler auf der Leinwand. Wie kommt es, dass der Schauspieler so redet, als wüsste er was von dieser einen Das Leinwand? sollten die Leute sich mal fragen, das tun sie nicht, aber ja. Aber da ich unsere Getrenntheit ernst nehme und nicht nur glaube, dass es das jetzt gibt, sondern auch morgen und übermorgen, weiß ich natürlich, dass wir dieses Video hochladen werden auf YouTube. Das werden sich wahrscheinlich Hunderte von Leuten angucken. Das heißt, wenn ich sage, dass eine Bewusstsein dieser Person, die jetzt zuguckt, dann denke ich an den Zuschauer, der sich das vielleicht in ein paar Tagen anguckt bei YouTube und der fragt sich, über was sprechen die beiden? Ich meine, dein Bewusstsein, diese eine Person, die jetzt auf ihr Handy guckt oder auf den PC und hört, ne? Und wo hörst du das? In diesem einen Bewusstsein. Und du denkst dir natürlich, vollkommen zu Recht, der Mucho und die Koseman, die auch, haben auch ein Bewusstsein und meine Arbeitskollegen, die haben alle ein Bewusstsein, vollkommen richtig. Aber in diesem Moment gibt es nur das eine Bewusstsein, das hier den Mucho sprechen hört oder die Cosima sprechen hört. Und das für mich ist Leere, das eine, ne? Aber diese Leere manifestiert sich interessanterweise, man könnte mit Tim sagen, das ist eigentlich die wirklich interessante Weise, in diesem Moment hier als der Mucho, beziehungsweise, wenn ich wieder an den anderen denke, als die Petra oder der Hans-Jürgen, die in ihrem Stuhl sitzen und die gucken der Cosima und der Mucho zu, ne? Und zwar ist dieses Bewusstsein, das jetzt hört, das eine Bewusstsein, aber gleichzeitig ist es eins von 8 Millionen menschlichen Bewusstsein und dann sind auch die vielen Tiere, die ebenfalls ein Bewusstsein haben, ne? Das heißt, wir sind das eine und zugleich viele, ne? Wir leben das eine jetzt und zum anderen
einen Tag von 30.000 im Leben und Milliarden von Tagen, die es gibt in der Geschichte des Universums. Ne? Was waren es? 13,8 Milliarden Jahre, ne? Und 365 mal so viele Tage. Ne? Und trotzdem ist es der eine oder das eine jetzt. Ne? So verstehe ich die Lehre. Ne? Also ich verstehe die Lehre als das, was in diesem Moment hier passiert. Ne? Ja, wobei das ja witzigerweise dann eben keine Leere mehr ist, ne? Also das ist Es ja ist dann eine eher vollkommene schon. Fülle. Klar, du könntest auch Fülle dazu sagen. Ne? Ja. Das, was alles enthält. Man könnte dann auch eine Parallele zu der berühmten Leinwand sagen, so, machen. Ne? Also, dass die Leinwand ist die Leere. Weil sie leer ist, kann sich der Film da zeigen. Aber der Film ist auch Teil dessen. Ne? Also die Leere ist nicht buchstäblich leer, sondern die Leere ist der Raum Ja. für alles. Ne? Also dann quasi eher dieses Leere ist auch Form dem. Genau, ne? Ne? Und das ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel eine Meditationspraxis hat, dann hört man oft, man soll den Geist leeren und manche versuchen das auch buchstäblich. Manchen scheint es auch zu gelingen. Die sprechen von einem reinen Bewusstsein, das nichts enthält, außer das Bewusstsein des Bewusstseins selbst. Ne? Aber für mich bedeutet leerer Geist der Geist, der offen für alles ist. Ne? Du hast Gedanken, du hörst das Auto von. Du hörst den Nachbarn, wie er die Musik anmacht, ne? Wenn du die Augen offen hast, wie ich beim Meditieren, du siehst auch was. Das heißt, leerer Geist bedeutet nicht, dass da plötzlich Blackout ist, ne? Plötzlich ist der Strom ausgeschaltet, sondern alles an sozusagen. Ne? Du bist der Raum für alles, was passiert. Ne? Das ist für mich Leere, ne? Sein für alles. Ich habe so das Gefühl, also für mich ist so ein bisschen inzwischen der Eindruck, dass es vielleicht dieses reine Bewusstsein frei von allem Ja. eigentlich überhaupt nicht gibt, weil dein Bewusstsein, auch wenn du all deine Gedanken wegschaffst und so weiter, ne, und das alles mal loslassen kannst, etc., du hast ja trotzdem eine Art Unterbewusstsein. Und das wirkt sich in jedem Moment auf dich aus. Und ich glaube, dein Bewusstsein, egal wie leer du es machen kannst, ist dennoch irgendwie qualitativ anders als mein Bewusstsein oder das Bewusstsein von demjenigen, der gerade zuschaut, weißt du? Also, dass irgendwie diese Qualität von Individualität trotzdem immer noch in jedem Moment enthalten ist. Ja, es sei denn, du kommst mit irgendeiner Theorie, dass es da noch so ein ganz tiefes Bewusstsein unter deinem individuellen Unterbewusstsein ist, ne? Natürlich, die Theorie kann ich aufmachen, klar. Aber sonst, ne? Ich würde auch sagen, also man könnte ja die Personen fragen, die diese Erfahrung gemacht haben von reinem Bewusstsein, das keinen Inhalt hatte, außer Leere, ne? Könnte es sein, dass du im Tiefschlaf warst? Und dann sagen sie, nein, ich war mir ja bewusst. Ich war mir ja in dem Moment bewusst. Und dann ist meine Frage, ja, wenn du dir bewusst warst, dann ist es ja kein leeres Bewusstsein mehr. Du bist ja bewusst, dass du dir bewusst bist. Und das allein ist schon eine ganze Menge, ne? Und die Leute können sich ja hinterher daran erinnern. Wenn man sich an was erinnern kann, dann war es nicht inhaltslos, ne? Ein reines Bewusstsein, das wirklich nichts enthält, ist sich nicht bewusst, sich in dem Moment bewusst zu sein. Ne? Ich meine, okay, da gibt es auch so viele Leute, die von solchen Erfahrungen berichten, dass ich denen das nicht streitig machen will. Ne? Aber da ist eine gewisse Verwirrung auf meiner Seite. Wie kann ein Bewusstsein leer sein und sich gleichzeitig seiner selbst bewusst sein? Ne? Also eins von beiden. Ne? Es sei Ja, denn, man schon. versteht Lehre so wie ich, ne, dass da alles Mögliche sein kann, ne? Aber dann ist es halt nicht mehr das reine Bewusstsein, von dem diese Menschen dann berichten, ne? Dann Also finde ich aber vielleicht den Begriff Leere irgendwie fehlgeleitet, weil es eben dann nicht mehr leer ist, weißt du? ja, vielleicht sollte man offenes Bewusstsein sagen, ne? Also es gibt diesen Spruch Ja. im Zen, offene Weite, nichts von heilig. Und für mich ist das Leere, ne? Offene Weite.
Nichts von heilig gehört dazu, weil, also das soll der Bodhidharma, das war der Mönch, der Zen von Indien nach China brachte, ne? Der wurde angeblich vom chinesischen Kaiser gefragt, ne? Was ist das eine, die eine heilige Wahrheit des Zen? Und da sagte Bodhidharma offene Weite, nichts von heilig, ne? Da gibt es nichts. Beziehungsweise ist eben das Frühstück, das du gegessen hast, das Wetter, ne? Das Wetter draußen, das ist Zen, das ist die Leere, ne? Aber es ist nicht leer in dem Sinne, wie man sich gewöhnlich vorstellt, ne? Ja, das ist interessant. Ich fänd das ganz cool, wenn du mit Tim sprechen würdest, weil ich glaube, da auf der Ebene wärt ihr euch eigentlich quasi einig. Er würde es anders formulieren als du, aber meine Vermutung ist, dass das in der Essenz sehr ähnlich ist, was ihr da sagt. Tatsächlich. Nur, dass ich meine, er ist halt auch Philosoph und ihm macht das Spaß, Ideen zu entwickeln und Konzepte da zusammenzufügen und so weiter. Und ich sehe da auch nichts Falsches dran, solange man das als Konzept eben auch dann verkauft und nicht als Wahrheit. Und das tut er Gott sei Dank. Das ist gut. Ja, und wo du einfach eher einen Stopp machst und sagst so, interessiert mich nicht, Gott und so weiter. Wobei das auch so eine Frage, glaubst du, dass es irgendwelche Götter gibt? Ich meine, glauben kann man ja viel, ne? Ich finde, an Glauben ist auch nichts verkehrt. Also an den personalen Gott glaube ich nicht, ne? Also das Wort Gott hat für mich nur Sinn in derselben Bedeutung von Lehre. Die Lehre, die sich jetzt in diesem Moment hier Ja. manifestiert, ne? Die Lehre, die sich manifestiert hat in dem Moment, in dem ich heute Morgen aufgewacht bin, ne? Ich bin nicht aus eigenem, man könnte insofern, bei Gott, es klingt ja immer als etwas, das nicht ich bin. Während wenn man von diesem Bewusstsein spricht, das bin ja ich, ne? Und wenn man morgens aufwacht, dann berühren sich diese beiden Aspekte insofern, als ich bin ja nicht aus eigenem Willen aufgewacht. Ich habe mir nicht gesagt, jetzt wache ich auf und dann bin ich aufgewacht, ne? In dem Moment des Aufwachens, oh, das hat so ein bisschen was von einer Berührung mit Gott, ne? Also ich würde sagen, Gott ist kein anderer, sondern eben das Bewusstsein, das in diesem Moment erscheint, aber da ist eben dieses, was, oh, plötzlich ist es da. Warum ist es da? Ich weiß es nicht. Ne? Aber ich mag es nicht, wenn mir Leute sagen, ja, welchen Namen dieser Gott hat, ob es jetzt ein Männchen ist oder ein Frauchen oder sowas, ne? Sondern für mich ist, ja, Gott hat keinen Namen. Es ist eben so wie die Lehre für mich. Ne? Eben diese offene Weite. Das ist nichts von heilig. Ne? Ein heiliger Gott. Dem fehlt schon was, ne? Da muss ja auch noch Platz für das Unheilige sein, ne? Ja, und ich meine, wenn wir jetzt von so einem Schöpfergott reden, dann hat man echt Auch noch die ja Frage, große Probleme, vieles. warum die ganzen Kriege und den Holocaust. Ja, alles, alles. Und wieso sollte der überhaupt irgendwas erschaffen, wenn er so allmächtig, allwissend und allfriedlich und sonst was ist? Ich meine, was, ne? Also, da tun sich so viele Fragen auf. Da rennst du gegen 3 Millionen Wände irgendwie. Ja, meine Großmutter, die hatte Theologie studiert und einen Pastor geheiratet, die sagte immer im Sommer, ne, ich bin dem Gott ja so dankbar für alles, bloß die Mücken, hätte er bloß die Mücken nicht erschaffen. Da bin ich dabei. Ja. Wobei die Mücken noch eins der kleineren Übel sind. Ne? Ja, das stimmt. Riesige fliegende Kakerlaken sind auch übel. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe so jetzt, wenn wir jetzt wirklich vom Glauben reden, ne, habe ich das Gefühl. Aber das hängt sicher damit zusammen, dass ich auch zu diesen Leuten gehöre, die Angst vorm Tod haben und mir ein Weiterleben wünschen würde. Dass ich da Tims Philosophie sehr schön finde, zu sagen, so, okay, die Psyche kann halt, weil die Psyche irgendwie so ein eigenes, auch wieder so ein Level ist, was entstanden ist aus dem biologischen davor, bla bla, und deswegen hat es seine eigene Existenz und kann eventuell eben den Tod dann auch überleben. Und ich meine, wenn wir von Psyche reden, dann reden wir ja auch von wirklich Imagination, Vorstellung, Fantasie etc. Das existiert ja alles da drin, wo ich mir dann so denke, okay, wenn dem so sein sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass all die Götter, die wir uns hier vorstellen können, die da alle auch irgendwie wohnen, weißt du?
In der Und Psyche. in der Psyche, genau, als Idee quasi, jetzt eben nicht als reales, also dann schon irgendwie real, aber eben nicht so real von wegen der eine da, der da war am Anfang, sondern nee, sind quasi Ideen, die da zu einer Form von Realität geworden sind. Und wo dann eventuell, ich find einfach die Idee total schön, ne? Wenn du jetzt so Christ bist dein ganzes Leben und du glaubst irgendwie an Jesus und Jesus existiert aus diesem psychologischen Level irgendwie und dass du dann eben als gläubiger Christ dann auch zu Jesus gehen kannst, nachdem du tot bist. Und andere Leute können zu, weiß ich nicht, Krishna gehen oder Shiva oder was auch immer sie geglaubt haben in ihrem Leben. Das finde ich irgendwie eine sehr nette Idee. Aber ich glaube, das ist sehr romantisiert. Ich weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert. Aber so als Idee finde ich das schön. Also ich glaube, wenn ich einfach irgendwas glauben kann, ohne da zu meinen, so ist es, ne, dann würde ich mir das so denken. Das finde ich irgendwie nett. Ja. Können wir vorstellen, dass da nicht alle Monotheisten glücklich wären damit, dass sich jeder Nee, seinen eigenen gar Weg in nicht. seiner Psyche zurecht machen darf. Ja, gar Und nicht. der eine geht zum Jesus und der andere zum Krishna. Ich könnte mir vorstellen, dass es da von monotheistischer Seite einen gewissen Widerspruch gibt. Oh Ne? ja. Muss ja auch nicht alle glücklich machen. Da würde mir Babuji dann wahrscheinlich auch widersprechen, weil das steht nicht in den wahren Schriften. Ah. Problem mit den wahren Schriften ist ja immer, wenn du die Leute fragst, und wo, ja, weißt du, dass die wahr sind? Ja, das steht doch in der Schrift. Ne? Ja, das ist das Beste, ey, wirklich. Das Ja, steht doch steht in doch der da. Schrift, du kannst doch lesen. Ne? Und dann sagen die, das wurde von Gott geschrieben. Das finde ich auch immer geil. So, okay, warum? Weil es da steht. Okay. Ah. Ja, schön. Es ist toll zu merken, dass ich über all diese Themen, also ich erinnere mich gerade an unser allererstes Gespräch und wo ich noch so total Angst davor hatte von dem, was du sagst, ob mich das triggern könnte Ah, und so weiter, ne? Weißt du noch? ja. Und wo ich heute so merke, ich kann viel besser über diese Sachen reden und das viel weniger, also ganz selten nur noch so Momente von so einem ganz kurzen Unwohlsein manchmal bei so Konzepten, aber eigentlich fühlt sich das inzwischen eher wieder an wie, okay, man redet halt einfach über Theorien und Ideen und alles okay damit und es ist schön und das kann ich dann auch wieder genießen. Das ist toll zu merken. Großer Fortschritt. Ich weiß nicht, wann wir zuerst geredet haben, vielleicht vor einem Jahr oder so. Ja, ich glaube, das ist ungefähr ein Jahr her, ne? Da waren die zwei Gespräche, dann haben wir uns in Düsseldorf getroffen und gemeinsam auf den Friedhof gesetzt und dann das Neujahrsgespräch. Und jetzt haben wir uns ein bisschen Pause gegönnt, ne? Ja. Insofern, das ist vielleicht auch ganz gut, dass du das Thema, das dich da beschäftigt hast, nicht vorzeitig abgehakt hast. Denn einfach drüber reden hilft ja auch, das rauszulassen, ne? Und plötzlich merkst du, ich kann drüber reden und so schlimm war es gar nicht, ne? Oder ich meine, du gewinnst einen Abstand dadurch, dass du drüber redest, ne? Scheinbar. Ja. Scheinbar, scheinbar. Scheinbar wirklich tatsächlich. Also dieses ganze darüber reden auf meinem Kanal hat wahnsinnig viel geholfen. Also da habe ich mehr positive Entwicklungen mitgehabt als in den Jahren vorher, wo ich klar auch mit Leuten drüber gesprochen habe, aber anders als jetzt über YouTube und die ganzen Kontakte, die ich dadurch nochmal kriegen konnte, etc. Ne? Ja. Ja. Ja, falls hier irgendjemand auf meinen Kanal zuguckt und hat erst in den letzten 6 Monaten zugeschaltet und kennt die Cosima gar nicht, ne? Also ihr findet einen Link, ne? Abonniert die Cosima. Eigentlich dachte ich ja, dass du schon zu Neujahr oder so dann deine 1000 Abonnenten hast, aber es fehlen immer noch 2, 3 Dutzend, ne? Nee, 100, 150 noch. 150, ne? Ist ja Sind wir nicht. 150 noch? Ja. Ja, aber ich nehme jedes Abo gerne, hilft mir, die 1000 wären großartig, ja. Dass du dann auch ein bisschen Teil von dem, was YouTube an dir verdienst, dann zurückbekommst, ne?
Ja, so 5 € im Jahr. Kann man sich ab und zu mal einen Kaffee kaufen. Ne? Ja. Wie ist es mit den T-Shirts und den Hoodies? Verkaufen die sich? Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Aber ich glaube auch, das liegt an den, die sind auch wirklich teuer. Das ist halt auch wieder so ein Problem, weil wenn ich die, ich kann die Preise ja einstellen, aber wenn ich die günstiger mache, dann verdiene ich halt pro Noch T-Shirt weniger. vielleicht 1 € oder 50 Cent. Und das ist so, okay, nee, das geht auch nicht. Was mich jetzt super frustriert hat tatsächlich, das hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen, mir hatte jemand 500 € gespendet per Super Thanks. Die hast du ja auch bei YouTube, ne? Und ich war total so, ich konnte es erst gar nicht fassen, ich wusste gar nicht, was da passiert. Und das war natürlich super schön, bis ich dann gesehen habe, wie viel davon abgezogen wird. Weil YouTube nimmt sich ja, also ist, Umsatzsteuer geht runter, plus YouTube nimmt sich 30% davon. Das heißt, am Ende bleiben mir jetzt 290 €. Und ich dachte mir so, wow, okay, das hat sich die Person wahrscheinlich auch anders gedacht, die mir 500 € gespendet hat, ne? Also, das hat mich so hart frustriert, dass ich überlegt habe, ich schaffe das ab. Ach so. Ja, ich finde das einfach unfair. Ganz ehrlich, Google bereichert sich überall und da von Leuten, weißt du, da wird ja auch keine Unterscheidung gemacht. Da kannst du jemand sein, der 5 Millionen mit YouTube im Monat verdient oder jemand wie ich, der gar nichts verdient und trotzdem werden die gleichen Prozente genommen und ich finde das einfach unverschämt und ich dachte mir so, wenn Leute mir was spenden möchten, was natürlich toll ist, sollen die das bitte über PayPal machen einfach. Das Also, du ist bist bei PayPal. Patreon hattest du nicht. doch, das habe ich auch Hast du auch, ne? tatsächlich. Das kann man auch machen. Da werden natürlich auch Prozente genommen, aber finde ich jetzt nicht so schlimm wie bei YouTube. Das geht auch, eins von den beiden Sachen, aber Direkt ja. über PayPal ist der günstigste Weg, würdest du sagen. Ja, weil da wird halt dann gar nichts abgezogen, wenn man als Spende oder Freunde, Verwandte oder wie auch immer das heißt, da überweist, ne? Ich glaube, du kriegst ja auch manchmal Spenden über PayPal. Ja, ich finde das eigentlich am sinnvollsten tatsächlich. Das hat mich jetzt echt ein bisschen frustriert mit diesen Super Thanks. Dann ist man erst so glücklich, dass man das freischalten kann als Option auch irgendwann, ne? Und dann so, ja, toll. Was habe ich letztlich davon? Google hat was davon, ne? Ich habe Naja. das Thema auf meinem Kanal mal vor 2 Jahren oder so, ne? Damals hatte ich noch keine Werbung und YouTube hat das dann auch noch nicht automatisch gemacht, ne? Also wenn du sagst, ich schalte keine Werbung, da war auch keine Werbung auf dem Kanal, ne? Und manche fragten mich, warum hast du keine Werbung? Und ich sagte mir, reicht mir, wenn die Leute mich über PayPal unterstützen. Ich brauche die Werbung nicht, ne? Und ein Kommentar, das fand ich ganz interessant. Also die meisten, die sagten, YouTube, die machen und Google machen ja sowieso so viel Geld, ne? Die sollten dir dankbar sein, dass du da überhaupt deinen Kanal hast, ne? Aber einer sagte, ja, warum denkst du nicht auch an YouTube, ne? Du nutzt deren Plattform, ne? Ohne YouTube hättest du den Kanal nicht. Könntest ja ein bisschen zurückgeben, ne? Und also ich habe nicht das Gefühl, dass die da verhungern, ne? Aber manchmal, also wenn ich Super Chat bekomme, ne, und 30% nimmt sich YouTube, inzwischen denke ich, na, das haben sie sich verdient, ne? Also Meinst du echt 30%? Nee, finde ich nicht. 30% findest du nicht gerecht? Nee, finde ich nicht. Also wie viel YouTube verdient an diesen großen, wirklich, wirklich großen YouTubern, ne? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich finde 30% zu viel. Ich finde 10 könnten, 10 sollten reichen. 10. Meine Forderung an YouTube hier. Ja. Nee, ich meine, klar, ist ja irgendwo, ist es ja nicht falsch, weil manchmal denke ich mir so, das ist ja Wahnsinn. Wo haben die überhaupt, wie viele Server müssen die haben, dass all der Content, der jeden Tag da hochgeladen wird, überhaupt da sein kann, über Jahre, wo wird das alles hingespeichert, weißt du? Kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist der Wahnsinn. Also ich will jetzt nicht sagen, die haben da keine Kosten und das ist alles egal, aber ne, die verdienen ja jetzt nicht nur an diesen Prozenten, die verdienen ja eben auch an den generell von den Leuten, die was einnehmen monatlich, daran auch noch mal und an den Werbungen, die sie da schalten etc. Weiß ich jetzt auch nicht, wie das funktioniert im Gesamten. Aber ich glaube nicht, dass die diese 30% von diesen Super Thanks wirklich nötig haben, ehrlich gesagt. 10 reichen. Okay, also wenn ihr die Cosima oder mich unterstützen wollt, dann geht direkt zu PayPal, ne?
Die Das Links ist findet am ihr besten. entweder auf Cosimas Kanal oder auch auf meinem Kanal unten in der Videobeschreibung. Da ist immer ein Link zu meinem PayPal-Ding. Ne? Dann freuen Ja. wir uns. Ne? Da freuen wir uns sehr. Ich freue mich sehr. Es ist momentan kann ich das gut gebrauchen, tatsächlich. Ja. Ja, hat mich wahnsinnig gefreut, mal wieder mit dir zu reden. Ne? Wenn du dann Kontakt herstellst zu Tim, Das wäre mache noch ich. toller. Ne? Ja, Lass mache ich uns auf in jeden Fall. Kontakt bleiben. Es muss ja nicht immer ein halbes Jahr sein, das vergeht. Ne? Bist du noch mal in Deutschland dieses Jahr? Ich bin auch dieses Jahr im August und im September in Deutschland. Bist du in meiner Nähe oder weiter entfernt? Ich bin in der Nähe von Bonn. Ich bin in Osnabrück. Also ich fahre so am Rheinland vorbei, ne? Beziehungsweise Bonn ist Rheinland, ne? Ja, das ist auch, glaube ich, gar nicht so weit von hier. Muss ich mal gucken. Ja. Vielleicht fügt es sich ja noch mal irgendwie. Das wäre auch Wir nett. können in Kontakt bleiben, ne? Wenn sich da irgendwie wieder mit dem Friedhofs Sazen oder so ergibt, ne? Aber den Challenge, den hast du ja schon hinter dir jetzt, ne? Ja, aber ich würde es trotzdem mit dir zusammen noch mal machen. Das war ja Also, schön. Das würde ich noch ja. mal machen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Klar. Nee, gut, aber sonst hören wir uns auf anderem Wege auf jeden Fall immer Auf mal alle wieder. Fälle. Das finde ich schön. Ne? Und danke, dass du mich zu dem Gedicht gezwungen hast. Das Ja. war schön, das zu machen, tatsächlich. Das ja, war cool, hat Spaß gemacht. Ja, für Okay. den Moment hatte ich dir das wirklich abgenommen. Ne? Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt diese 1 Million Euro wirklich zahlen? Wo kriege ich das Geld her? Das mit dem Babuji, da weiß ich nicht, ne? Ob ich dir das abnehmen soll oder ob das wirklich auch so eine Steuergeschichte ist. Mit der abgebrannten Bude, naja, mal sehen. Ne? Alle, ja, man weiß es nicht, ne? Gut, Muho. Ja, dann wünsche ich dir guten Appetit beim Frühstück, ne? Und einen schönen Tag. Danke, Ja. danke schön. Auch Dir auch vielen einen Dank an schönen, alle nee, dir einen Zuschauer, ne? schönen Abend wünsche ich dir, Es wird langsam dunkel ne? hier, ne? Also Deswegen. halb sieben, ne? Ich gehe mit dem Hund raus. Okay. Aber ja, danke an alle, die zugeguckt haben, auf jeden Fall. Und Genau. bis Abonniert bald. die Cosima, ne? Und schickt Abonniert auch den mir Muho. Geld. Dankeschön. Bis Okay, dann. jo, tschüss. Tschüss.